wunderschönen guten Morgen. Ausbau Tag 3. Das ist unser dritter Tag. Heute steht an, dass wir die Wandverkleidung fertig machen. Wir haben heute einen halben Tag Zeit. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das bis dahin funktioniert. Das dauert bis jetzt irgendwie länger, wie wir gedacht haben alles. Wir sitzen jetzt aber erstmal im Auto und fahren zum Fritz Berger, weil wir haben geplant, morgen am Sonntag schon unseren Regalaufbau anzufangen. Und dafür brauchen wir noch ein paar Wasserkanister, dass wir gucken können wegen der Größe, wie wir das alles proportional machen. Und da fahren wir jetzt hin, nehmen euch mit und dann geht's weiter mit der Wandverkleidung. Also viel Spaß! Baumarkt. Wir brauchen noch ein bisschen Material. Ich habe gerade vergessen, den Deckel abzumachen. Nicht, dass es heißt, wir hätten die Hälfte vergessen, aber wenn man sowas ohne Planung macht, passiert es, dass wir öfter zum Baumarkt fahren. Aber gefühlt in den 3 Tagen, die wir jetzt schon arbeiten, fahren wir permanent zum Baumarkt, weil wir irgendwas brauchen. Aber so ist das. Seht ihr den Kopf schon dampfen? So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren im Baumarkt und waren in Fritz Berger, haben ein bisschen Zeug eingekauft für unser Regal, was wir demnächst bauen werden. Das seht ihr dann in folgenden Videos. Wir versuchen jetzt heute den letzten Teil von unserer Wandverkleidung zu machen. Ein Drittel fehlt noch. Der dritte Tag, den wir jetzt damit schon rummachen. Aber ich bin optimistisch, dass wir das heute fertig schaffen. Alle guten Dinge sind 3. Ja. Also, viel Spaß dabei! So, wie ihr seht, Tag 3. Wir sind jetzt endlich fertig mit unserer Wand und es hat sich gelohnt. Geschafft! Geschafft, ja. Alleine vom Optischen. Es macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist super warm, super freundlich, sympathisch. Also Daumen hoch. Wir haben jetzt noch das Problem, dass wir oben noch einen kleinen Spalt haben. Das heißt, uns fehlen ungefähr 2 Zentimeter, wo wir kein anderes Brett mehr reinkriegen. Das heißt, wir gucken jetzt mal, ob wir da irgendwas stückeln können. Und dann sind wir für heute auch schon durch. Also wir sägen mal ein Brett der Länge nach durch. Guck und schauen mal, was passiert. Wie ihr seht, wir machen keine faule Pause und dann sind wir fertig. Das heißt, die Wand ist verkleidet. Uns fehlen oben noch 2 Zentimeter. Das lassen wir uns aber im Baumarkt zurechtschneiden, weil wir so einen geraden Schnitt nicht hinkriegen auf die Länge. Und dann haben wir die Wand komplett verkleidet. Und es sieht wirklich cool aus. Was wir jetzt als nächstes machen, da wo ihr gerade steht, bauen wir ein Regal hin. Ihr seht, wir haben vorhin schon Holz gekauft. Oder ihr seht es nicht. Das liegt nämlich da vorne. Und wir werden jetzt versuchen, wir werden es nicht versuchen, wir werden es machen, ein Regal bauen. Das heißt, an die Vorderseite von unserem Hänger kommt ein Regal für Euronormkisten, für unsere Wassertanks, für alles Mögliche. Und da es da nichts gibt, was fertig irgendwie richtig reinpasst und wir das auch eigentlich nicht wollen, bauen wir das auch komplett selbst. Wir haben auch da noch keinen Plan. Wir sollten nur genug Holz haben, genug Material, genug Winkel, genug Schrauben. Und gucken einfach mal, ob wir da irgendwas zusammenkriegen. Das seht ihr aber erst im nächsten Video. Ich war verdammt schon fertig. Ach, du warst schon fertig? Ja. Ich wollte auch noch was sagen. Ja. Tschüss, schönes Wochenende. Die wissen gar nicht, dass Wochenende ist. Goodbye und auf Wiedersehen.